Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Dodi Gaming. Ich bin Dodi, ihr seid die Zuschauer und hier oben steht wie immer Schwester Joy. Hat nichts mit unserem heutigen Video zu tun, wollte ich aber mal erwähnt haben. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr wahrscheinlich schon von dem Titel erfahren habt, wie ihr mit Hilfe des Münzkorbes alle Pokémon fangen könnt, die ihr wollt. Das klingt sehr einfach, ist es in diesem Fall auch. Es gibt allerdings einen Nachteil, dieser Fehler wurde in der deutschen Version leider behoben. Das heißt, wenn ihr den Fehler nachmachen wollt, ich sage die ganze Zeit Fehler, aber es ist natürlich diesen Trick. Wenn ihr diesen Trick nachmachen wollt, benötigt ihr eine englische Version. Das heißt, entweder macht ihr es auf dem Emulator nach, falls ihr auf der englischen Version spielt, oder ihr habt das Glück und habt eine richtige englische Kassette zu Hause. Denn auch auf dem richtigen Gameboy funktioniert dieser Trick. Allerdings, damit das Video schöner anzusehen ist, habe ich das hier für euch auf dem Emulator gemacht. Wie immer brauchen wir eine gewisse Voraussetzung für diesen Trick. Ähnlich wie bei jedem Münzkorb-Trick aus den vorherigen Videos brauchen wir eine Kombination aus Items und Pokémons. Und die geben wir jetzt einfach mal ähnlich wie in einem Rezeptbuch durch. An erster Stelle braucht ihr irgendein Pokémon, ist egal welches. Irgendein Niedriglevel-Pokémon aus dem Startgebiet. Wir haben hier einen Ratzfratz Level 3. Ihr werdet wahrscheinlich merken, wie ich gerade sagte, der Trick funktioniert leider nur in der englischen Version. Das heißt, wir werden noch alle englischen Namen etc. jetzt benutzen. Manchmal vielleicht sage ich die Deutschen, ich weiß nicht warum, es könnte passieren. An der zweiten Stelle braucht ihr irgendein Pokémon, das geopfert wird, wenn ihr es so nennen wollt. Denn dieses Pokémon wird sich nachher verändern zu einem Quapuzzi. Und es wird quasi ein Hybrid-Pokémon werden, ähnlich wie unser Aquachu. Unser traditionelles Aquachu wird nachher dieses, was ist es eigentlich? Ein Ibitak ist es. Das wird nachher zu einem Quapuzzi werden. Wir haben schon wieder falsch rum. Und das heißt, wir haben dann ein Hybrid-Pokémon, ein Quapuzzi, was fliegen kann. Das ist doch auch ganz nett. An dritter Stelle braucht ihr irgendein Müll-Pokémon, also wieder ein Start-Pokémon. Ist natürlich fies, ein Hut, Müll-Pokémon zu nennen, aber ist halt so. An vierter Stelle haben wir wie immer unser nettes Pokémon hier. Wichtig ist, dass es an erster Stelle von den Attacken Sleep Talk hat und ein Item, was es tragen muss, muss Protein sein. Und jetzt das Wichtige, was quasi bestimmt, welches Pokémon wir durch den Trick erhalten, ist irgendein Pokémon. Am besten benutzt ihr ein Pokémon mit hohem Level, mit hohen HP-Anzahlen, denn welches Pokémon bekommt bestimmt in wie klassischen Fällen nicht der Special Stat, sondern in diesem Fall die HP-Anzahl. Ihr seht, die AP des Ampharos ist 151. Das heißt, in diesem Fall würden wir durch unseren Trick ein Mew bekommen. Hätte das Ampharos jetzt eine HP von 150, würde Mewtwo kommen und so weiter und so fort. Ist also ganz einfach zu merken, ihr müsst nicht lange nach irgendwelchen Special-Stats suchen, um herauszufinden, welches Pokémon kommen könnte. Es ist ganz traditionell nach den Pokédex-Nummern, wie wir es kennen. Das heißt, 152 müsste in dem Fall, ich weiß gar nicht, welches ist es denn eigentlich? Feuriegel? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber eines von den neuen Starter-Pokémon müsste es sein. Das heißt, so könnt ihr sehr einfach selber bestimmen, welches Pokémon ihr fangen wollt. Jetzt zu dem etwas komplizierteren Teil, aber dennoch machbaren Teil, nämlich die Items in eurer Pokébox. Diese müssen genau nach dieser Reihe stimmen, wie ihr sie jetzt seht. Wenn ihr euch sie aufschreiben wollt, pausiert einfach das Video. Ich werde einmal langsam jetzt durchgehen, ohne die extra durchzulesen. Wichtig ist, dass die Anzahl und die Reihenfolge und welches Item es ist übereinstimmt. Ansonsten wird der Trick nicht funktionieren oder irgendwas anderes passiert. Wenn ihr Pech habt, löscht ihr vielleicht auch einen Speicherstand. Ich hoffe nicht, aber alles ist möglich. Das waren die Items. Und habt ihr alle Vorbereitungen getroffen? Pokémon und Items. Ist der Rest des Tricks eigentlich sehr, sehr einfach. Alles, was ihr machen müsst, und das beginnen wir jetzt, entweder in unserer Startstadt oder in unserem, wo unser Haus ist, das Professor-Labor, gehen wir einfach, wir machen das jetzt hier, wir gehen in den Pokémon rein, wir verlassen den Pokémon und wir gehen genau 4 Schritte nach rechts. Das heißt, wir stehen vor diesem Baum. Und was wir jetzt machen, wir öffnen unseren Pokédex und wir hören uns einmal Knuffensas oder Machoks Schrei an. In diesem Fall, dadurch ist die englische Version das, nehmen wir einfach der Einfalls halber Bellsprout. Bellsprout ist natürlich Knuffensa, finden wir hier direkt am Anfang. Jetzt haben wir gerade einmal den Schrei gehört, wir verlassen wieder den Pokédex, öffnen unseren Rucksack
und öffnen den Coin Case, also den Münzkorb. Das wäre der nicht gewesen, hier ist er. Und wenn wir jetzt das Menü mit B verlassen, seht ihr, ein zweites Startmenü hat sich automatisch geöffnet. Und wenn wir jetzt Quit auswählen, verlassen wir automatisch den Käfersammler-Contest. Ich glaube, so heißt er. Und ja, mal gucken, wer gewonnen hat. Grunt hat ein Missigno gefangen. An dritter Stelle mit 0 Punkten. Sehr gut. An zweiter Stelle ist Punkt, der ebenfalls ein Missigno gefangen hat. Sehr gut. Ich frage mich, wer wohl an erster Stelle ist. Es ist... jawohl, wir haben gewonnen. Mit einem Mew. 240 Punkte. Ich denke, da haben wir ganz klar gewonnen. 240-0. Was soll denn noch großartig passieren? Den Sunstone erhalten wir ebenfalls. Den brauchen wir nicht. Aber was wir haben, haben wir. Und wenn wir uns jetzt unser Mew mal anschauen, das ist sehr wichtig. Und das wird vielleicht einigen ein bisschen verwirren. Wir gehen in unsere Pokémon-Liste. Ihr seht, das Mew hat Level 13. Und wenn wir uns mal die Attacken anschauen, da würde euch auffallen, na, da stimmt ein bisschen was nicht. Das liegt einfach daran, dass das Mew das Level und die Attacken erhält von dem letzten gefangenen Pokémon. Das heißt, ich habe wohl zuvor irgendein Pokémon gefangen, das zufällig Level 13 war und diese Attacken konnte. Das heißt, habt ihr irgendwann mal noch nie den Käfer-Contest gemacht, kann es sein, dass euer Mew in diesem Fall, nehmt ihr, ihr hättet jetzt Mew genommen, Level 0 habt und keine Attacken. Das heißt, das Mew ist noch ein bisschen buggy und ihr müsst es erst im Daycare Center stabilisieren, ähnlich wie die Hybrid-Pokémon, dass es automatisch Level 1 wird und dann könnt ihr euer Mew in freier Wildbahn verwenden, ohne dass das Spiel abstürzt. Und wie vorhin erwähnt, haben wir jetzt unser Hybrid-Pokémon hier, unser Ibitak ist nämlich jetzt das Quapuzzi geworden und ihr seht, wir können fliegen. Wir probieren direkt einfach mal aus, ob unser Quapuzzi wirklich fliegen kann, obwohl es keine Flügel hat. Ja, das funktioniert wunderbar. Muss wohl ein sehr starkes Quapuzzi sein. Ich würde einfach mal sagen, wir starten unseren Gameboy neu. Gucken mal, dass wir unserem Ampharos ein bisschen Schaden zufügen oder irgendwie die HP verändern. Und einfach mal schauen, was wir noch so Schönes bekommen. So, da haben wir auch schon einen wilden Pokémon-Kampf. Mal gucken, was wir da so Schönes kriegen. Ein Huthut, natürlich, was auch sonst. So, wir wechseln das Pokémon zu unserem Ampharos und hoffen, dass wir ein bisschen Schaden bekommen. Oder irgendwas auch immer. Natürlich kriegen wir keinen Schaden. Danke sehr, Huthut. Au. Aber das Ampharos heilt sich. Ja. Gut, wir haben jetzt eine andere HP-Anzahl. Dann können wir einfach mal wegrennen. Natürlich könnt ihr mit Hilfe dieses Tricks auch Glitch-Pokémon und Missignos bekommen, wenn ihr über das Limit geht von den eigentlichen HPs oder beziehungsweise von den eigentlichen Pokémon. Das probieren wir gleich auch einmal. Ich habe das nämlich tatsächlich noch nicht probiert. Und ich glaube jetzt mit 147, welches Pokémon bekommen wir da? Ich weiß es gar nicht. Es ist auf jeden Fall eins von den Neuern aus der Johto-Region. 174. Die Profis unter euch haben euch schon längst nachgeschaut oder wissen es schon. Ich weiß es tatsächlich gar nicht aus dem Kopf. Aber, ich meine, da wäre ja auch die Überraschung nicht da. So, wir verlassen das Menü wieder mit Quit. Und mal gucken, gegen wen wir jetzt gewonnen haben. Dritter Platz ist Grunt. Der wieder ein Missigno gefangen hat. Mit 0 Punkten. Das ist sehr gut. Zweiter Platz ist wieder Punkt, der wieder ein Missigno gefangen hat. Und jetzt, was haben wir gefangen? Mit der Nummer 174? Igglybuff. Igglybuff ist, wenn es mich nicht täuscht, die Vorentwicklung von Pummeluff. Nicht gerade ein sehr nützliches Pokémon, aber immerhin. Nein, wir möchten Igglybuff keinen Spitznamen geben. Wir gucken uns das einmal an.
da ist unser Igglybuff mit denselben Attacken wieder. Ihr seht, die Attacken bleiben gleich. Das ist einfach so, die Stats sind alle okay. Es ist leider nicht shiny. Aber ja, es hat funktioniert. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich glaube, in Johto gab es keine wirklichen Pokémon über 152, glaube ich. 252? Celebi war 252. Das heißt, ich kaufe jetzt einfach mal ein paar Potions und mal schauen, dass wir ein bisschen über das Limit kommen von 252 und gucken, ob wir irgendwelche Glitch-Trainer, Pokémon oder ähnliches durch den Trick halten. So, wo haben wir denn hier unsere Potions? Noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. 251. Ich möchte eigentlich nicht ganz so weit hochgehen. Ich weiß nicht, was eventuell passieren könnte. Ich glaube, Leftovers heilt nur ein bisschen. Ah, das kann man nur geben. Hyper Potion 200. Okay. Wir machen einfach mal. Wir probieren aus. 271. Dieses Pokémon gibt es offiziell nicht mehr. Mal gucken, was wir durch den Coin Case Glitch da erhalten. Ob wir ein Missigno bekommen. Oder gar nichts. Vielleicht crasht das Spiel auch nur. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde sagen, jetzt kommt der spannende Teil. So, einmal zu unserem Münzkorb. Mit Quid verlassen. Und mal sehen, was passiert. Dritter Platz ist Grant mit einem Missigno. Welche Überraschung. Zweiter Platz ist japanisches Symbol. Vive PXP mit einem Missigno. Das ist schon mal unterschiedlich. Zuvor. Mit 0 Punkten. Und der Gewinner ist Dodi, who caught a Beedrill. Anscheinend haben wir ein Beedrill und kein Glitch-Pokémon. Was war nochmal Beedrill? Hornliu? Beedrill ist, glaube ich, Hornliu, oder? Nee, Hornliu. Nein, die Endentwicklung. Hornliu, Kokuna, Bibor. Bibor! Bibor müsste es sein. Aber warum kommt ein Bibor? Ist es ein Bibor? Ist es ein Bibor? Ich weiß nicht, warum ein Bibor kommt. Ah! Bibor Nummer 15. Und ich glaube, wir sind 15 Punkte über dem Maximum. Nein. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, warum ein Bibor kommt. Überraschung. Es kommt ein Bibor bei 271. Aber gut. Ich denke, das war's für dieses Video mit einer lustigen Überraschung. Mit einem Bibor noch zu Ende. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt den Daumen nach oben, favorisiert das Video, teilt es mit euren Freunden. Wenn ihr das erste Mal Zuschauer seid, herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann.